Thema Friedensgipfel in der Schweiz. Die US-Vizepräsidentin hat dort ja öffentlich erklärt, ich zitiere nur ganz kurz, wir müssen die Wahrheit sagen, Amerika steht nicht aus Nächstenliebe an der Seite der Ukraine, sondern weil es in unserem strategischen Interesse ist. Da würde mich interessieren, teilt denn die Bundesregierung diese Einschätzung auf ihr eigenes Agieren in der Ukraine? Die Bundesregierung unterstützt die Ukraine bei ihrem Kampf gegen den brutalen und durch nicht zu rechtfertigenden russischen Angriffskrieg. Und das tun wir militärisch, humanitär, politisch und finanziell. Und das tun wir so lange, wie es nötig ist. Zusatz? Die Frage war ja, die US-Vizepräsidentin hat ja klar die Motivation dargelegt und gesagt, das geschieht vor allem aus strategischen Interessen. Da würde mich einfach interessieren, wie ist denn da die Bewertung der Bundesregierung? Was dominiert da? Die angesprochene Nächstenliebe oder die strategischen Interessen? Herr Warwick, ich tue mich jetzt schwer mit dem Begriff der Nächstenliebe, weil er... Nicht von mir. Sie haben ihn ja gerade, ich habe ja nicht Sie persönlich angegriffen, sondern ich habe den Begriff definiert und habe gesagt, damit tue ich mich schwer. Sondern es geht um die europäische Friedensordnung, die durch das russische Vorgehen schwer beschädigt, wenn nicht zerstört worden ist. Und diese Friedensordnung, die in diesem Kontinent mehr als 75 Jahre Frieden beschert hat, nach vielen hunderten Jahren Krieg, ist etwas, was uns sehr teuer und wert sein sollte. Und das helfen wir zu verteidigen, dass der Aggressor, noch einmal ein Aggressor, der ohne jegliche Rechtfertigung ein anderes Land überfallen hat, dass er mit seinem Angriffskrieg keinen Erfolg haben kann. Nicht aus Nächstenliebe, sondern es geht um unser aller Sicherheit, es geht um die Friedensordnung, die im Übrigen auch Russland und sein Vorgänger die Sowjetunion mit unterzeichnet hat in der KSZE-Akte, die im nächsten Jahr ihr 50. Jubiläum begeht. Und darum geht es in diesem Fall. Ganz kurze Verständnisfrage. Ja. Sie haben jetzt gesprochen von 75 Jahren ununterbrochen Frieden in Europa gesprochen. Das heißt, die völkerrechtswidrige Bombardierung Jugoslawiens durch die NATO bewerten Sie nicht als Krieg? Herr Warwick, ich glaube, da haben wir in der Vergangenheit hier von dieser Bank mit Ihnen mehrfach schon darüber geredet. Und ich würde sagen, dass darauf würde ich Sie dann für heute verweisen. Ich glaube, darauf verweise ich jetzt einfach und es ist spät. Aber noch Zeit für Herrn Jung. Ja, ganz kurz, Frau Tschauer, gibt es einen Kommentar Ihrerseits zur Auflösung des Kriegskabinetts?